Wenn euch komplexe Spiele nicht abschrecken und ihr Strategiespiele liebt, dann seid ihr bei Civilization der alten Variante genau richtig. Hallo ihr Lieben, Zeit für Civilization. Licht an, Deckel auf, heute gibt es einen richtigen Strategie-Blockbuster. Das alte Civilization, alt deshalb, weil es davon auch eine Neuauflage gibt, die sich komplett anders spielt, auch völlig anders ist. Hier die alte Variante besteht aus dem Basisspiel und zwei Erweiterungen. Ich stelle die zwei Erweiterungen hier gleich mit vor, weil das Spiel damit besser ausbalanciert ist, als wenn man das Solo spielt. Fallt bitte nicht vom Stuhl, aber ich werde in diesem Video tatsächlich nur den Aufbau erklären und die einzelnen Spielelemente. Das ist wirklich so viel Material, dass ich hier ein eigenes Video für erstellen muss. Und später wird es dann natürlich aber auf jeden Fall auch noch ein Video geben vom Spielablauf, wo ich dann detailliert auf die Regelelemente eingehe. Dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall, weil das ist wirklich ein strategischer Leckerbissen. Ich spiele das total gerne. Die Spielrunden dauern hier allerdings etwas länger. Achtung! Aber wer sich die Zeit nimmt, der kann hier echt drin versinken. Das ist der Spielplan und den werden wir jetzt so sukzessiv aufbauen. Das erste, was wir machen, ist, dass wir jetzt hier das stehende Heer, also die Einheitenkarten, sortieren und dann auf die entsprechenden Stapel packen. Da gibt es Infanterieeinheiten, die habe ich hier gerade zur Seite gepackt. Dann gibt es Kavallerieeinheiten. Dann haben wir hier zwei Kampfpunktekarten, die sind nachher für den Kampf wichtig, wenn man hier Bonuspunkte bekommt. Dann haben wir hier noch eine Luftwaffe, die muss später erst erforscht werden, die gibt es nicht von Anfang an. Und dann gibt es Artillerieeinheiten auch in verschiedenen Stufen. Wir haben hier also vier verschiedene Typen an Einheiten, Infanterie, Kavallerie, Artillerie und Luftwaffe. Die Stapel sind hier natürlich verdeckt, das sind die Nachziehstapel und dann wird euch hier angezeigt, wie viele Produktionspunkte ihr benötigt, um die unterschiedlichen Ausbaustufen der Einheiten zu produzieren. Die könnt ihr nicht von Anfang an bauen, die müsst ihr erst erforschen und welche Stufe ihr gerade habt, das wird unten durch so einen Marker angezeigt. So, als nächstes kommt dann der Gebäudeabschnitt und mit der Erweiterung wird hier auch ein Teil überdeckt, das habe ich hier gerade hingelegt und dann habe ich hier alle Gebäude, da gibt es teilweise eine Vorder- und eine Rückseite, ne? Achtung, die werden jetzt hier entsprechend auf die Symbole sortiert. Ihr könnt die Stapel dann bilden erstmal bei der Stufe 1, ja, weil Stufe 2 kann man erst später bauen, wenn man die Sachen entsprechend erforscht hat. Also einmal schön alle Gebäude platzieren. Auch diesen Teil gucken wir uns natürlich hier mal ein bisschen genauer an. Ich zoome hier mal rein, damit ihr das besser erkennen könnt. Der ein oder andere von euch guckt das auf dem Handy. Hier haben wir zum einen die Bezeichnungen der Gebäude und auch die Produktionskosten. Also ein Markt kostet 7 Hämmer, eine Bibliothek kostet 5 Hämmer. Und an der Seite wird dargestellt, auf welchen Landschaftsfeldern man die jeweiligen Gebäude bauen darf. Was es mit den einzelnen Symbolen auf den Gebäuden auf sich hat und wozu die da sind, das erkläre ich später im Spielverlauf. Das würde jetzt hier zu weit führen. Unten haben wir jetzt noch Armeegebäude, die Kaserne und die Akademie, dann Produktionsgebäude, Schmiede und Eisenmine, dann so ein globales Gebäude, der Handelsposten und Wassergebäude, Hafen und Werft. Wer genau hingeschaut hat, der hat festgestellt, dass es auf einigen Gebäuden oben rechts an der Ecke einen Stern gibt. Das sind die, die jetzt hier hervorgehoben sind. Und hier besagt die Regel, dass ihr davon nur ein Gebäude in der Stadt bauen dürft. Also entweder eine Bibliothek oder eine Kaserne. Und natürlich geht es bei Civilization hier nicht nur um die militärische Macht, sondern auch um die Kultur. Und damit wir das ausleben können, gibt es sogenannte Kulturereigniskarten. Da gibt es die Stufe 1, 2 und 3. Die Karten kann man später erlangen, wenn man auf der Kulturleiste weiter voranschreitet. Und die bieten nachher mächtige Bonis. Die Karten in der Box werden hier natürlich durchgemischt. Ja, habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber ist auch nicht schlimm. Als nächstes haben wir die großen Persönlichkeiten. Auch die können wir später bekommen, wenn wir auf der Kulturleiste weiter voranschreiten. Und auch diese Karten bieten uns nachher einzigartige Bonis und richtig mächtige Vorteile.
Im oberen Abschnitt gibt es dann noch die Wunder, wie die zusammengestellt werden. Das erkläre ich später. Das würde jetzt hier gerade nicht passen. Erstmal widmen wir uns den großen Persönlichkeiten. Da haben wir nämlich zusätzlich zu den Karten auch noch solche Marker. Hier gibt es analog zu den großen Persönlichkeitskarten unterschiedliche Typen. Es gibt die Künstler, die Ingenieure, Generäle, Humanisten, Industrielle und Wissenschaftler. Der runde Marker markiert den Startspieler, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann gibt es noch Stadt, Staaten und Relikte. Die sortieren wir irgendwo rechts am Spielfeldrand, da wo wir sie später wiederfinden. Die Stadtstaaten werden verdeckt abgelegt, sodass die einheitliche Rückseite nach oben zeigt. Das war jetzt hier noch einmal eine Kiste mit Wundern, die brauchen wir später. Und dann haben wir hier noch sogenannte Landschaftsfelder oder Katastrophenmarker. Da gibt es einmal ein Wasserfeld und ein Waldfeld und dann gibt es hier so ein Wüstenfeld und ein Dürrefeld. Und die packen wir auch zur Seite. Dann habe ich jetzt hier eine Kiste mit Barbarendörfern. Die werden auch einmal schön durchgemischt und verdeckt dann ja entweder aufs Spielfeld gepackt oder in eine Kiste gelagert. Dann gibt es die Hütten, es gibt Münzen, das ist die kleine Variante. Und dann gibt es Investitionsmarker, das ist die große Variante. Dann haben wir kleine Kulturmarker und wir haben große Kulturmarker. Ich denke, ihr bekommt jetzt langsam einen Eindruck, wieso hier so ein Aufbauvideo ein komplettes Video füllen kann. Und warum ich das hier in separaten Kisten verpackt habe, wenn ihr versuchen würdet, das irgendwie aus der Box hier aufzubauen, dann seid ihr, glaube ich, gefühlt mindestens eine Stunde damit beschäftigt. So wie das hier abgepackt ist in den Boxen, dauert das eigentlich nicht länger als 10 Minuten. Bisher haben wir nur allgemein zugängliches Spielmaterial gesehen und jeder Spieler hat hier auch nochmal sein eigenes Set. Ich habe das hier im Koffer abgepackt. Für zwei Spieler jeweils, da sind einmal die eigentlichen Einheiten, Figuren mit drin, die wir später brauchen, um uns über das Spielfeld zu bewegen und dann Technologiekarten und Regierungsformen und so weiter und so fort. Was ich hier gerade in der Hand halte, sind die Spielfiguren. Da gibt es einmal einen Pionierwagen, das ist dieser Planwagen, und dann gibt es diese Armeefiguren, das sind die kleinen Fahnen. Die Spielfiguren benutzen wir später, um über das Spielfeld zu laufen oder zum Beispiel neue Gebiete aufzudecken oder den Gegner anzugreifen oder auch neue Städte zu gründen. Die Markierung der Städte wird hier durch so eine Marker gekennzeichnet. Das sind hier die etwas größeren. Da haben wir einmal zwei normale Städte, jeweils mit einer Rückseite. Das ist dann die Befestigung mit einer Stadtmauer. Und dann haben wir einmal einen Hauptstadtmarker und einen Metropolenmarker. Das ist eine Ausbaustufe von der Hauptstadt. Jeder Spieler hat dennoch ein sehr umfangreiches Kartenset und die meisten Karten werden durch die Technologien gebildet. Da haben wir vier Ausbaustufen, Technologie der Stufe 1, 2, 3 und 4, die uns später Gebäude freischalten, neue Einheiten freischalten oder weitere Vorteile geben. Dann haben wir Regierungsformen, die sind hier rechts zu sehen, und dann Investitionskarten und Sozialpolitiken. Und dann gibt es noch zwei Hilfekarten, auf die wir immer mal im Spielverlauf zurückgreifen können, um zu gucken, wie die ein oder andere Regel war. Ihr merkt hier vielleicht schon, jeder Spieler braucht auch ein bisschen Platz, um sich auszubreiten. Heißt also, wenn ihr das Spiel spielt, gerade mit mehreren Leuten, dann solltet ihr einen ausreichend großen Tisch haben. Es gibt hier so eine Ablaufpläne oder Hilfekarten, hatte ich gerade schon erwähnt, darauf später dann im Spielverlauf mehr. Wir spielen später im Video ein Duell mit zwei Spielern. Je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, werden unterschiedliche Landschaften aufgebaut. Ein wesentlicher Bestandteil sind natürlich auch die unterschiedlichen Zivilisationen bei Civilization. Die spielen sich auch unterschiedlich, haben unterschiedliche Stärken. Man kann prinzipiell mit jeder Zivilisation jede Siegart anstreben, aber der ein oder andere Sieg ist halt mit der ein oder anderen Nation schneller und einfacher zu erreichen. In meinem Duell tritt Frankreich gegen Ägypten an. Und im Anschluss werden jetzt hier die Landschaften ausgelegt, verdeckt, also zieht ihr einfach von den neutralen Landschaftsfeldern, also da, wo jetzt hier keine Zivilisationen aufgedruckt sind, die notwendige Anzahl raus und dann baut ihr nach Anleitung dann
die Spielwelt auf. Das ist jetzt hier bei zwei Spielern dieser breite Streifen. Die Ausrichtung der verdeckten Landschaftsfeldern spielt hier keine Rolle. Das wird nachher, je nachdem von wo wir erkunden, dann auch noch korrekt ausgerichtet. Achtet darauf, dass die Nationenkarte ins Spielfeld rein zeigt, also die untere hier nach oben und die obere von den Franzosen dann entsprechend nach unten. Da ist jeweils immer so ein Pfeil abgebildet, der dann ins Spielfeld rein zeigen soll. Worum wir uns bisher noch nicht gekümmert haben, sind die Weltwunder. Die müssen ja auch noch auf dem Spielplan zusammengestellt werden. Es gibt drei unterschiedliche Epochen, angefangen mit der Antike, übers Mittelalter bis hin zur Moderne. Die modernen Wunder sind ja natürlich die mächtigsten, aber die sind auch halt sehr spät verfügbar und kosten halt auch richtig, richtig viel Produktion. Die modernen Wunder werden gemischt als Stapel denn bereitgelegt, eigentlich noch vier, aber wir machen ja mal den kompletten Stapel, das schadet nicht. Darauf werden dann vier Weltwunder vom Mittelalter platziert und zuletzt dann werden vier antike Wunder ausgelegt und die stehen hier offen auf dem Spielplan zur Verfügung, sodass die sich jeder Spieler angucken kann, welche Vorteile die haben und auch wie viele Produktionskosten dafür notwendig sind. Zu jedem Weltwunder kommt dann auch noch so ein Wundermarker. Den braucht man nachher, um zu kennzeichnen, wo wir das Wunder gebaut haben. Wundert euch nicht, ich habe jetzt hier auf dem Ablagestapel noch ein antikes Wunder liegen. Das ist so nicht ganz korrekt. Also da müsste oben drauf dann ein mittelalterliches Wunder liegen. Das Landschaftsfeld von eurer Nation ist individuell und ihr müsst jetzt überlegen, wo ihr dort eure Hauptstadt platziert. Als Hauptstadt nehmt ihr bitte das Plättchen, wo die 12 bzw. die 16 drauf ist. Das sind die Verteidigungspunkte von der Stadt und wenn ihr keine Ahnung habt, weil ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, dann nutzt ihr gerne den Pfeil, der auf der Landschaft abgebildet ist. Das ist die Empfehlung für den Start später, wenn ihr dann erfahren seid. Könnt ihr selber entscheiden, wo ihr euch platzieren wollt. Gültige Felder sind 4 Stück. Einmal hier in der Mitte, die äußeren sind am Anfang nicht erlaubt. Die Entscheidung, die man hier letztendlich treffen muss, ist, welche Ressourcen man am Anfang haben möchte für die Hauptstadt. Diese blau-roten Symbole sind Handelspunkte, die brauche ich nachher zum Beispiel zum Forschen. Und die Hämmer, das sind Produktionspunkte, die brauche ich nachher, um Sachen zu bauen. Jede Zivilisation hat hier so einen Zivilisationsbogen und da sind zwei so eine Räder abgebildet. Einmal zur Darstellung, wie viele Handelspunkte ihr habt und einmal zur Darstellung, wie viele Münzen ihr habt. Beides dreht ihr bitte auf 0, also auf das Symbol von den Handelspunkten und auf die Münze direkt. Links ist dann noch abgebildet, mit welcher Staatsform ihr beginnt. Das ist bei Ägypten hier der Despotismus. Wundert euch nicht, dass das, was auf der Despotismuskarte draufsteht, sich unterscheidet von dem, was auf der Nationenkarte draufsteht. Das hängt einfach mit der Erweiterung zusammen. Unten rechts ist dann noch die Starttechnologie dargestellt. Das ist hier bei Ägypten das Bauwesen. Stufe 2 heißt also, wir gucken hier im Stufe 2 Technologiestapel nach, wo die Bauwesenkarte zu finden ist. Das gleiche müssen wir natürlich hier auch beim Kontrahenten machen. Frankreich heißt also auch Frankreich, muss jetzt überlegen, wo der Start stattfinden soll. Hauptstadtsymbol mit der Vorderseite, also mit der 12. Und wir folgen hier auch einfach mal der Empfehlung und platzieren uns beim Pfeil. Frankreich hat hier auch unterschiedliche Vorteile, startet auch mit dem Despotismus und hat als Starttechnologie die Keramik Stufe 1. Auf dem Zivilisationsbogen stehen unter dem Namen der Nation auch noch weitere Bonis und was es damit auf sich hat, erkläre ich dann im Spielablaufvideo. Meiner pinken Kiste haben wir uns jetzt noch nicht gewidmet, da sind Rohstoffsymbole noch drin. Da werden Rohstoffe jeder Art rausgelegt nach Anzahl der Spielern und dann gibt es hier so eine Marker für die Kulturleiste mit den Köpfen der entsprechenden Nationen. Also holen wir uns da einmal Napoleon und Kleopatra als Vertreter der jeweiligen Nation mit raus.
Damit haben wir das Spiel dann auch schon tatsächlich aufgebaut. Damit ihr jetzt hier nicht frustriert rausgeht, möchte ich euch noch die unterschiedlichen Siegarten vorstellen und damit letztendlich auch einen Vorgeschmack darauf geben, was euch im Spiel nachher erwartet. Eine Siegart, die offensichtlich natürlich immer mit dabei sein muss, gerade bei solchen Strategiekrachern, ist der militärische Sieg. Wenn ich mit meinen Spielfiguren weiter voranschreite bis zu einer beliebigen gegnerischen Hauptstadt und diese Hauptstadt vernichte, dann habe ich sofort das Spiel gewonnen. Nun wäre Civilization nicht Civilization, wenn es nicht auch gewaltfreie Lösungen und Siegesmöglichkeiten gibt. Und eine Siegesmöglichkeit ist der Wirtschaftssieg und dafür muss man insgesamt 16 Goldmünzen sammeln. Das kann man in ganz unterschiedlicher Art und Weise machen, indem man beispielsweise bestimmte Gebäude baut, das sind hier die Banken, oder große Persönlichkeiten rekrutiert oder auch bestimmte Sachen erforscht. Ihr könnt euch alternativ aber auch der Kultur widmen und der Kulturleiste emporsteigen. Die Kulturleiste findet ihr an der Seite vom Spielfeldplan und ihr müsst, um dort voranzuschreiten, am Anfang Kulturmarker einsetzen, eine ganze Menge, und später sogar eine Kombination von Handelspunkten und Kulturmarker. Und wenn ihr die letzte Stufe erklommen habt, dann habt ihr den Kultursieg. Die letzte alternative Art und Weise, das Spiel zu gewinnen, ist der Technologiesieg. Man baut im Laufe des Spiels eine sogenannte Technologiepyramide auf. Das heißt, unten liegen die Technologien der Stufe 1 und darüber werden dann die Technologien der Stufe 2 und darüber wiederum Technologien der Stufe 3, 4 und so weiter aufgebaut. Und der Spieler, der als erstes oben die Technologie der Stufe 5 erreicht hat, der gewinnt sofort das Spiel mit der Raumfahrt durch den Technologiesieg. Ja, und damit haben wir jetzt hier einen ersten wundervollen Einstieg in die wundervolle Welt von Civilization. Wenn du dran geblieben bist, bis hier, ein Respekt, also dann scheinst du echt Bock drauf zu haben. Dann hoffe ich, dass du auch im nächsten Video einschaltest, wenn ich dir vorstelle, wie das Spiel funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.